Hallo, herzlich willkommen zu dieser Runde tierischer Rhythmusspaß, in der es um die Instrumente geht, die auf den Karten abgebildet sind. Wir wollen ja auch was über die tollen Trommeln und Percussion-Instrumente lernen. Und zwar geht es heute um den Gepard. Der hat da dieses tolle Instrument abgebildet. Ich habe lauter von diesen Schüttlern hier um mich rumstehen. Es sind sogenannte Checkerés oder in Brasilien auch Agbe genannt. Die kamen aus Afrika mit den Sklaven und haben sich auf der ganzen Welt als ein super beliebtes Perkussionsinstrument verbreitet. Wir haben die Checkerei ursprünglich als eine Kalebasse, das heißt ein ausgehöhlter Kürbis mit einem Samennetz außenrum. Heutzutage können Checkerees natürlich auch aus Fiberglas und Plastik sein und die Perlen sind oftmals auch aus Plastik. Das ist einfach ein bisschen haltbarer. Denn der Checkerey kann auch mal runterfallen und ist dann schnell kaputt. Das Tolle ist, der Gepard hat in seinem Puls schon einen Checkerey-Rhythmus, der in vielen traditionellen Rhythmen vorkommt. Und zwar folgendermaßen. Gepard, 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 Gepard. So, wie ihr gemerkt habt, es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, hier Töne rauszuholen aus dem Gerät. Ja, das Einfachste ist natürlich das Schütteln. Dann kann man hier unten kann man den Basston, der klingt unterschiedlich. Auch das Perlnetz klingt natürlich unterschiedlich. Das ist grober. Wow, hier kommt unten mehr raus. Ja, das heißt, das Spielen ist eine Kombination aus Schütteln und verschiedenen Akzenten der Hände am Korpus. So, ich hoffe, die Information hat euch was gebracht. Die Checkerei und der Gepard. Und ansonsten weitermachen mit dem tierischen Rhythmus Spaß. Bis bald und tschüss.